Das Hygienekonzept der Sauna- und Freizeitbades Lauchhammer hat sich bewährt und wird von den Besuchern vollumfänglich akzeptiert und eingehalten. So lautet das Fazit von Badleiter Thorsten Gärtner nach gut 7 Wochen Badebetrieb unter Corona-Auflagen. Auch mit den Besucherzahlen ist man durchaus zufrieden. Vor allem die Stammkunden halten dem Bad die Treue und haben sich mit den neuen Regeln längst arrangiert. Aus den Erfahrungen des letzten Wochenendes, was in Berlin stattgefunden hat, hat sich unsere Gesellschaft in 2 große Gruppen eingeteilt. Einmal die Befürworter der Corona-Maßnahmen und einmal die Gegner. Wir, um das gleich vorneweg zu sagen, sind die Befürworter. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir Sicherheit haben wollen, weil wir auch den anderen Sicherheit geben wollen. Und deshalb können wir das eigentlich nur unterstützen, was hier im Bad in Lauchhammer und in der Sauna stattgefunden hat und stattfindet. Das geht los beim Eingang, dass man im Prinzip die Einbahnstraße eingerichtet hat, geht über die Einrichtungen in den Duschanlagen, ne, dass man entsprechende Abstandswahrung hat. Die Benutzung der Saunen selbst ist auch vorgegeben, wie viele Personen stattfinden, für uns ausreichend und auch akzeptabel. Wir können also nur sagen, Schwimmbad, mach weiter so. Alle Maßnahmen und Regeln des Hygienekonzeptes findet man auf der Internetseite des Sauna- und Freizeitbades. Trotz Corona freut sich das Bad nach wie vor großer Beliebtheit. Die Gemütlichkeit hier, die Leute, die hier sind, das Schwimmbad ist sehr gut. Also wir sind eigentlich hier rundherum zufrieden. Übrigens, inzwischen gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.